Hallo, 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 liebe Freunde. Ist deine Suppe! Ja, ist deine Suppe. Willkommen zurück auf der Geburtstagsparty des Sumpflings. Und wir müssen uns irgendwie der Sumpfsuppe entledigen, ohne sie zu essen. Ich guck mal, ich glaube, wir müssen die Kiste da bewegen. Sitzen, sitzen! Ist deine Suppe! Ist deine Suppe! Sumpfling, lass mich doch mal hier die Kiste bewegen. Sitzen, sitzen! Ist deine Suppe! Okay, dann essen wir halt die Suppe. Davon bringe ich nichts mehr runter. Ich hau ab! Ach so, ich glaube, ich weiß nicht, wie es geht. Glück gehabt! Wir müssen wieder da rein. Und während er die Suppe fertig macht, müssen wir die Kiste... Ich wusste, du würdest mehr haben wollen! Eigentlich wollte ich... Sitzen, sitzen! Während der Sumpfling die Suppe auffüllt, müssen wir die Kiste verschieben, glaube ich. Nee, nicht. Oh nein. Bewege Kiste. Sitzen, sitzen. Iss deine Suppe. Okay, dann war das nicht die Lösung. Benutze Eimer mit Wasser mit Kiste. Was ist das? Irgendwas müssen wir mit der Kiste machen. Okay, dann nicht. Ja, ja, okay. Gut, dann gehen wir mal wieder und schauen uns draußen noch ein bisschen um. Es gibt noch andere Orte. Glück gehabt. Wir gehen erstmal hier nach rechts und schauen uns da weiter um. Ach, ich mag die Hintergrundgrafiken und die Musik. Ich weiß nicht, es gibt selten irgendwie ein modernes Spiel, das bei mir solche Gefühle auslöst, wie die Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. Klar, ich spiele zwar auch moderne Spiele, mein Rechner ist eigentlich auch für die Spiele, die ich am meisten spiele, also diese Retro-Spiele, total überdimensioniert und ich habe auch eine PlayStation 5 und all sowas und ich spiele auch moderne Spiele, aber die lösen mir irgendwie selten dasselbe aus. Klöppel, Eimer voll Wasser, Streichhölzer. Ne, hier können wir noch nichts machen, glaube ich. Ich glaube, hier brauchen wir dann irgendwie eine Trompete oder sowas, um den Riesen zu wecken, damit der mit der Hand den Baum umstößt und so für uns eine Brücke baut. So, dann schauen wir uns einfach mal ein bisschen weiter im Wald um. So, geh zu Höhleneingang. Ich dachte immer, dass man hier mit dem Baum auch reden kann. Weil wenn man hier genau hinguckt, sind hier in dem Baum auch lauter Holzwürmer. Okay, dann gehen wir hier mal nach rechts und schauen uns da um. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Oh, der sieht deprimiert aus. Wieso? Entschuldigung. Was gibt's? Du siehst aus, als ob du Aufmunterung nötig hättest. Niemand kann mich aufmuntern. Mein Leben ist zerstört. Unsinn, es ist nie zu spät, um gut drauf zu sein, aber leben wir nicht in einer wunderbaren Welt?
Man muss eben Leichtes und Schweres ertragen. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, weißt du? Unsinn! Es ist nie zu spät, um gut drauf zu sein. Du hast gut reden. Womit habe ich das verdient? Mit wem redest du? Hernia, der Jäger. Gott des Waldes und der verdrehten Eingeweide. Doch das Problem sind die Bäume. Bäume? Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Ich dachte, Holzfäller seien Probleme für Bäume. Nicht diese Bäume hier. Ist es wahr, dass man das Alter eines Baumes an der Zahl seiner Ringe ablesen kann? Natürlich. Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Hast du die Axt auch richtig herumgehalten? Ich habe versucht, sie auf jede erdenkliche Art zu halten, aber ohne Erfolg. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Tatsächlich finde ich das Haus eigentlich auch ganz stylisch. Das gefällt mir. Würde ich auch drin leben wollen. Warum kaufst du nicht einfach eine magische Axt? Weißt du, wie viel diese Dinger kosten? Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril und es ist das härteste bekannte Metall. Was? Härter als Diamant? Diamant ist kein Metall, aber es ist härter als Diamant und noch seltener. Ich kenne noch nicht mal einen, der es gesehen hat. Selten? So wie Gehaltserhöhungen und so? Eigentlich nicht. Selten wie ein ehrlicher Immobilienmakler. Ich habe mit den Zwergen geredet, doch sie haben nur gelacht und mir diesen Metalldetektor gegeben. Glaubst du, hier in der Gegend könnte welches sein? Bin fertig. Hier, sieh dich an. Du kannst auch nicht schlechter abschneiden als ich. Okidoki. Moin, Holzfäller. Oh, hallo. Erfolg gehabt? Nein. Ich habe nicht viel erwartet. Lass mich allein. Ich befinde mich gerade in einer ewigen Tiefphase. Oh, okay. Ich werde alles verkaufen müssen. Dann suchen wir hier mal weiter nach ein bisschen. Ah, geh zur Schlucht. Kann man da schon runter? Nee, da müssen wir von der anderen Seite ran. Die Schlucht ist ganz cool. In der Schlucht sitzt jemand und isst seinen Fisch. Ich doch. Es war denn zu auf schön, den Tisch kommt heute ein Fisch, so saftig süß. Ja. Okay, dann gucken wir mal, was es hier noch gibt. Hier langsam gegangen, da langsam auch gegangen. Gehen wir mal da hoch. Oh, ich mag die Musik. Ah, okay. Doppelportal. Öffne Doppelportal. Ich glaube, die muss man von innen öffnen. Okay, schau an, Doppelportal. Ziemlich große und mächtige Türen. Kann man hier nichts machen? Nee. Okay. Dann gehen wir nochmal hier nach links. Rede mit Loch. Herr Dr. Jones? Was gibt es denn jetzt schon wieder? Nichts. Also, psst, du störst die Fossilien. Haben wir irgendwas für den? Nee, oder? Nee. Dann gehen wir mal da hoch. Die Musik ist gerade so schön.
Und diese Hintergrundgrafiken, diese Details, wie hier jetzt der Hirsch und die Schmetterlinge, richtig, richtig schön. Steintisch. Hier war der Tisch, wo die versucht hatten, Simon zu opfern. Okay. Schwansteintisch. Ein Steintisch, der zum Opfern von rasierten Löwen verwendet wird. Mhm. Dann gehen wir hier mal nach rechts. Oder kamen wir von da? Was ist denn das für ein Lärm? Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter, ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Was zur Hölle ist das? Dieses Ding ist ein Sausophon. Das ist ein Musikinstrument. Willst du mich verkackeiern? Wie meinst du das? Was ich gehört habe, klang nicht nach Musik. Ich verstehe, alter Junge. Guten Tag noch. Hier bleib ich keine Sekunde länger. Das brauchen wir aber noch für irgendwas. Das brauchen wir, um den Riesen zu motivieren. Oh, da ist der Barbar. Oh! Kannst du mir helfen, Junge? Ich komme dir nicht zu nah. Du siehst böse aus. Ich bin böse. Ich stehle von den Reichen. Und gebe es den Armen? Nee, ich behalte es für mich. Genauso wie Robin Hood. Aber der hat es doch den Armen gegeben, oder? Ach, diese Kleinigkeiten interessieren doch keinen. Kannst du mir helfen? Bitte! Haben wir ein Problem? Es ist dieser Dorn. Er steckt in meinem Fuß. Ich kriege ihn nicht raus. Wie hast du mit dieser schlimmen Wunde überlebt? Es war nur der Mut eines Bären, der mich vorm Durchdrehen bewahrte. Na gut, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Gleich hab ich ihn. Es könnte ein wenig stechen. Schon fertig. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Ist schon okay. Na gut. Aber hier, nimm diese Pfeife. Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, dann blase einfach hinein. Danke. Ein netter Kerl. Ja, und die Pfeife brauchen wir auch. Damit machen wir den Weg frei bei der, Trollbrücke. So kriegen wir... Entschuldigung, Knoten der Zunge, muss ich erstmal entwirren. So kriegen wir nämlich... Ah nee, zur Eule wollte ich nicht. So kriegen wir nämlich... haben wir die Trollbrücke nicht auf der Karte sogar? Benutze Karte. Trollbrücke, genau. Hier können wir jetzt einfach die Pfeife benutzen. Du bist irgendwie blockiert. Ich werde nicht, ich betone, nicht... Eine äußerst pfiffige Pfeife. Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Ich werde nicht. Die Pfeife ich zu Troll. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Ich bin zurück. Wirst du mich jetzt rüberlassen? Nicht, solange ich nicht zufriedengestellt bin. Okay, ich besorge Ihnen eine. Okay. Einen Moment bitte. Was ist denn das für eine Pfeife um Ihren Hals? Sie gehört mir. Rühren Sie sie nicht an.
Gib's her. Lass mal sehen. Hä? Das hat ja viel gebracht. Wo waren wir doch gleich? Ach ja, ich wollte gerade vorschlagen, dich anstatt. Macht dir dieser Typ Ärger? Ja, schnapp ihn dir. Okay. Oh. Machst du meinem Freund Ärger? Nein, gnädiger Herr. Es scheint, als wäre er anderer Meinung. Oh. Was soll ich mit ihm machen? Wirf ihn in den Fluss. Okidoki. Ist jetzt alles okay? Ja. Vielen Dank. Bis dann. Guter Wurf. Hallo Katze. Ja, du bist eine gute Katze. Nicht am Mikrofon reiben, Dicker. So, jetzt können wir das Schild nehmen. Was steht da nochmal drauf? Schau an. Schild. Auf dem Schild steht Gleichberechtigung für Trolle. Okay, dann gehen wir hier mal nach rechts und schauen, was da so ist. Noch eine Kreuzung. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier finden. Ja, du bist eine gute Katze. Bleib mal vom Mikrofon fern, Wicker. Wicker. Okay. Ich gehe erstmal nach links. Und wir reden mal mit dem Dorfdeppen da. Haben wir ein Problem? Bist du ein Bauer? Sehe ich aus wie ein Bauer? Nein, aber vielleicht willst du auf ein Kostümfest. Ich verstehe. Weißt du etwas über magische Bohnen? Es gibt nichts über Magie, das ich nicht weiß. Warum wachsen meine Bohnen dann nicht? Hä? Ich habe sie hier eingepflanzt, weil sie noch keinen Zentimeter gewachsen sind. Vielleicht solltest du sie gießen. Gießen? Warum sollte ich das tun? Um sie wachsen zu lassen? Ha, klingt nach einer guten Idee. Ich sag dir was. Geh und hole Wasser. Ich passe auf sie auf. Ich bin dir einen Schritt voraus, Bube. Nun steh da nicht rum. Gieß es auf die Bohnen. Du hast sie ertränkt. Ich muss sie trockenlegen gehen. Ich glaube, das war mein Stichwort. Stichwort wofür? Bohnen. Nimm Bohnen. Ich glaube, die müssen wir im Komposthaufen einsetzen. Okay, was gibt's hier noch? Eine schöne Brücke über eine schöne Pixelschlucht. Ah, ich mag diesen magischen Wald hier. Okay, nee, von da gibt's nichts Schönes mehr. Mach's dir gemütlich, Wicker. Ja, du bist eine gute Katze. Ich guck gleich mal, was da noch so ist, wenn wir hier durch diesen Steinbogen durchgehen. Wicker, nicht am Mikrofon. Ah, okay. Jetzt können wir runter in die Schlucht. Doch nicht. Fehlt es so. Benutze Leiter mit Schlucht. Das geht doch so nicht. Hm.
Okay, dann gehen wir mal hier runter. Ah. Benutze Glocke. Schau an, Glocke. Eine glänzende Metallglocke. Schau an, Tür. Eine sehr imposante Tür. Wir benutzen mal den Klöppel mit der Glocke, weil die Glocke ja nicht klingelt. Da fehlt der Klöppel. So, und jetzt schellen wir die Glocke. Einen Moment bitte. Wer hat das Licht ausgemacht? So, und dann benutzen wir... Wir schauen uns erstmal das Haar an. Es ist Wasserstoff-Superoxid-Blond. Und dann benutzen wir das Haar. Benutze Haar. Und klettern da hoch, am Turm, wie in Rapunzel. Doch wird die schöne Rapunzel auf uns warten oder doch eher jemand anders? Ich schätze jemand anders. Boah. Was zur Hölle willst du? Du bist nicht die böse Hexe. Welche böse Hexe soll das denn sein? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie war es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Vielleicht erklärt das hier alles. Mein Gott! Jeder macht den gleichen Fehler. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier. Womit habe ich das verdient? So, und mit dieser romantischen Szene beende ich diese Episode und wir sehen uns in den nächsten wieder. Denkt immer daran, wenn ihr gerade auch so romantisch drauf seid wie ich. Ich liebe euch. Von ganzem Herzen. Ja, ich liebe euch. Jedes einzelne Ferkel da draußen. Ciao!